Hallo zusammen, wir haben hier einen Tierarzt und der hat hinten drin in seinem Auto einen Kühlschrank und dieser Kühlschrank kühlt unbefriedigend. Und da haben wir Folgendes gemacht. Also der hat hier ein Ladegerät bekommen, ein 40 Ampere, plus eine zusätzliche Batterie, eine Lithium. Und ihr seht jetzt hier, das sind zwei Kabel, die weggehen. Also hier so ein dickes, fettes. Das sind dann zweimal, also viermal 6 Quadratkabel. Und hier ist, das schauen wir uns nachher an, das wurde dann von der Werkstatt eingezogen. Und das Kabel geht hier unten rein. Und jetzt ist das Thema, dass hier diese Sicherung kaputt gehen und auch hier. Und das Kabel geht hier auf eine 300 Ampere Sicherung. Das heißt, es hat keinen Sinn, wenn ich eine 300 Ampere und dann 250 Ampere Sicherung und das dünne Kabel, das ist wirklich dünn. Da muss ich wahrscheinlich neu verpressen hier. Das geht dann hier direkt drauf. Das ist, scheint mir eher nach einem 4 Quadrat auszuschauen. Aber hier die zwei Sicherungen, die bringen nichts. Das ist eine 30 Ampere und die ist ganz verkohlt. Wenn ich hier mit starken Strömen die eine Lithium-Batterie ziehen kann, dann muss ich entweder Ladebegrenzung machen über einen Booster. Oder ich muss damit leben, dass ich hier auch mal kurzfristig ein bisschen mehr Strom ziehen kann, bis die Batterie hinten voll ist. Ja, das ist hier jetzt von diesem Tierarztwagen. Der transportiert teilweise richtig Medikamente hinten drin. Der muss die Kühlung laufen und da unten die Elektrik. Das läuft jetzt nicht, weil das ursprünglich anders war, ein zweites Kabel eingebaut. Aber wen ruft man an, weil die Kühlung nicht geht? Ja, klar, sicher nicht den Autoelektriker. Weil der hat ja sicher alles gemacht und so eine, ich sage nicht, was das für eine Marke ist vom Auto. Wer es erkennt, kann es unten in die Kommentare schreiben. Ich wünsche euch einen schönen Tag.